Ins Bett zu gehen. Ach, guck mal, da ist der Johannes. Mit einem Fahrrad. Ja, hallo. Das Fahrrad, das wird aber nicht benutzt, oder? Weil bei dem aktuellen Wetter hättest du nicht mehr so eine weiße Wand, wenn du das Fahrrad da auch. Ja, ich habe mehrere Fahrräder, das ist tatsächlich eher das Sommerfahrrad, genau. Ja, okay, das hängt ja schon ein bisschen und trocknet. Genau, Trend zum Zweitrad. Diesmal lasse ich euch mal kurz alleine. Ja, das ist okay. Als die Kathi vorhin da war, bin ich kurz ausgetreten. Wir haben ja hier so eine Dauersendung sozusagen. Da muss man sozusagen mit derartigen Sachen. Also du musst nur mit mir jetzt kurz leben, Johannes. Wir wollen über Jira reden. So ist es, gerne. Und zwar so richtig einsteigermäßig. Ich weiß gar nicht, ob wir zwei das hinkriegen. Wir versuchen es mal. Wir haben ja immer wieder Einsteiger in den Schulungen. Ja. Wie viele Leute hast du denn noch unter unseren Interessenten und Kunden, die tatsächlich richtige Einsteiger sind? In den Schulungen haben wir ganz viele Leute, die Interessenten und Einsteiger sind. Wie viel in den Schulungen, würde ich wirklich sagen, dass die Hälfte der Leute neu oder sehr neu mit Jira unterwegs ist. Ah, okay. Und bei den Kunden, die wir betreuen jetzt im Consulting, da würde ich tatsächlich sagen, dass die meisten sind ja Admins, die das System betreuen, die sind da nicht neu in der Thematik. Also quasi zwei unterschiedliche Welten, die du da so erfährst. Aber dann kriegst du das ja mit den Anfängern hin. Erzähl mir doch mal, wie man jemandem erklärt, was Jira ist, wenn der ganz neu ist. Oder deine Oma. Ja, das habe ich tatsächlich schon versucht, das meiner Oma zu erklären. Jira ist, ich sage immer, eine große Aufgabenliste, eine große To-Do-Liste für dein Team oder dein Unternehmen. Also ich kann da drin Transparenz über alles schaffen, was an Aufgaben und Themen zu bearbeiten ist. Seien es Bauprojekte, Sales-Anfragen, Service-Requests an IT-Team, Personal-Onboarding, was auch immer. Jetzt gibt es ja inzwischen unglaublich viel Konkurrenz da draußen. Die Lisette hat uns von Trello, gut, das gehört jetzt auch zu Atlassian, haben die gekauft, ja. Aber Basecamp, Asana und noch 1700 andere, die auch alle ziemlich coole Software machen. Warum benutzen die Leute immer noch Jira? Warum ist das so, das ist also ein richtiges pervasive, würden die Amerikaner sagen, also sehr präsentes System. Was macht das aus? Genau, also es sind natürlich die Tools, mit denen sich Atlassian und Jira auch vergleicht. Trello haben sie gekauft und ich würde auch sagen, dass viel von diesem Ease of Use, dass es schön aussieht und per Drag and Drop auf dem Handy mit Touch funktioniert, das führt Atlassian jetzt tatsächlich auch in der neuen Cloud Suite ein. Also es geht stärker in diese Richtung, dass es ein bisschen touchier wird. Und Jira ist letztendlich, ich sag mal, größer und komplexer und wird dann halt auch größeren und komplexeren Anforderungen gerecht, die ich im Unternehmen haben kann. Das heißt, Trello ist super, solange ich ein einfaches kleines Projekt mit 10 Mann habe oder auch 2, 3. Aber wenn ich darüber hinaus wachse, dann sehne ich mich irgendwann nach mehr Steuerungsmöglichkeiten, mehr Konfigurationsmöglichkeiten, komplexeren Workflows, mehr Automatisierung, was dann Jira alles bietet. Ja, und das sieht man ja eigentlich auch an dem Pricing. Ja? Also wir haben ja sehr lange, und das ist auch jetzt in der Cloud noch so, da kommt man quasi mit so einem kleinen Team, sagen wir mal bis 10 Leuten, wirklich richtig günstig bei weg, wo man sagen muss, der Monatspreis, den ich in der Cloud zahle oder das, was ich jetzt früher bei Server gezahlt habe, der deckt nicht mal die Transaktionskosten quasi und die Hostingkosten, die Atlassian hat. Das wird also quasi verschenkt. Während man bei, wie du gerade eben schon gesagt hast, bei Trello eigentlich sagen muss, wenn ich da mit mehr als 10 Leuten mitarbeite, dann ist es irgendwie schwierig zumindest mal. Ja? Also ich kann mir vorstellen, dass es wird unübersichtlich. Ja. Wir haben ja sehr lange Zeit mit unseren Entwicklern noch in Perl programmiert. Teilweise auch für große Versicherungskonzerne, die da siebenstellige Beträge monatlich ausgegeben haben, um sozusagen
sagen wir mal, eine Programmiersprache zu betreiben, die zumindest mal ein bisschen veraltet war und nicht mehr so stark weiterentwickelt wurde wie andere, JavaScript jetzt zum Beispiel oder Python mhm. oder sowas. Und so fühlt sich das bei mir mit Trello und 30 Mann auch an. Also du kannst es machen, du kannst in Perl eine objektorientierte Software programmieren, aber du musst unglaublich diszipliniert sein, damit es irgendwie funktioniert. Und eigentlich will sich das keiner antun. Und, genau, das funktioniert perfekt, wenn ich das in meiner Familie mache, um die nächsten To-Dos und den Urlaub zu planen. Aber wenn ich Softwareentwicklung mit, keine Ahnung, wie bei uns, Lynch bin, mit so zwischen 20 und 40 Leuten mache und die Sachen hängen komplex zusammen, haben Abhängigkeiten und Beziehungen, dann bin ich da am Ende. Und die ganzen Beziehungen untereinander kann ich in Jira schön abbilden. Ja. Ja, vielleicht noch ganz kurz zur Ehrenrettung unserer Entwickler. Die Perl-Zeiten sind schon sehr lange vorbei. Da kriege ich aus der Regie gerade noch einen Daumen hoch für. Was sind denn Fragen, die Leute haben, die gerade mit Jira anfangen? Was ist denn so schwierig für die? Wo bleiben die hängen? Also ich sag mal, in den ersten Gesprächen muss man erstmal Verständnis schaffen für das Tool, was es eigentlich soll und warum es so arbeitet, wie es arbeitet. Jeder kennt eine Tabelle in Excel, da schreibt man irgendwie Zahlen rein und da kann man multiplizieren. Word-Dokument kennt man, im Zweifelsfall von ausgedruckten Blättern, und Jira kennt man halt nicht. Also man weiß gar nicht, was ist das eigentlich, so ein Ticket oder ein Vorgang? Ich muss mal erstmal erklären, was ist das? Dass man dann in dem Vorgang kommuniziert, anstatt in einer E-Mail, dass ich sozusagen themenorientierte Kommunikation habe. Und als nächstes muss man dann Transparenz schaffen, wie strukturiert ist. Also man sieht es ja nicht, dass ein Epic mehrere Stories zusammenfasst und dass unter einer Story dann Subtasks sind, dass ich da eine hierarchische Beziehung habe. Diese ganzen grundsätzlichen Sachen muss ich erklären und dass dann noch ein Prozess dahinter steht. Also wirklich die Grundbausteine von Jira muss man alle einmal erklären, weil man die nicht kennt, einfach so. Und viele finden es unübersichtlich. Also viele sagen dann, ich kriege eine E-Mail, also eine Notification in mein Postfach, dann klicke ich da drauf und dann schreibe ich einen Kommentar rein, dann mache ich es wieder zu, weil es mir zu komplex ist. Das ist, und das zeigt halt, es ist fremd. Habt ihr da auch schon Erfahrungswerte von Kunden, die Jira Cloud nutzen? Weil bei uns sind ja einige Teams intern auf die Cloud umgestiegen. Mein Team benutzt auch Jira Cloud und dort benutzen wir die Next-Gen-Projekte. Und die finde ich total übersichtlich. Die sind auch ordentlich und sauber konfiguriert. Da gibt es einfach eine Möglichkeit, einfach ein Next-Gen-Projekt anzulegen, das mit Best Practices schon daherkommt. Ja. Da würde mich interessieren, Johannes, ob Kunden das auch so wahrnehmen. Weiß ich tatsächlich nicht. Wir betreuen tendenziell die großen Kunden, die eher Server und Data Center unterwegs sind. Deswegen weiß ich es nicht von Kunden, aber ich stimme dir zu, die Cloud ist sehr userfreundlich, wobei ich sagen muss, du bist ja kein Jira-Anfänger, Adil. Du kennst die ganze Überlegung, dass ein Epic mehrere Stories hat und dass man am Vorgang kommuniziert. Ich sag mal, wenn man das verstanden hat, was man tatsächlich schulen muss, also es geht nichts um eine gute Schulung dran vorbei, dann kommt man mit Jira Cloud extrem schnell in Gang. Ich habe ja auch ein Cloud-Demosystem, wenn wir gleich noch Zeit haben, können wir da mal reingucken. Damit komme ich sehr schnell in Gang und ich bekomme auch kleine Hinweise, wo ich was machen kann. Also es ist tatsächlich nutzerfreundlicher. Damit bin ich schneller. Wir müssen gleich mal schauen. Ich glaube, ich habe dir zu viel von Perl erzählt und dir zu wenig Bildschirm teilen lassen. Die Regie hat so tolle Zettel und kann mir sagen, wo wir stehen. Aber wenn ich richtig informiert bin, dann müssen wir ein bisschen auf die Tube drücken. Zeig uns doch mal ganz kurz, was du vorbereitet hast. Also Jira für Anfänger, was zeigt denn der Johannes da auf seinem Screen? Was ist denn in 2-3 Minuten sinnvoll vermittelbar? Unsere Schulungen sind länger, aber gerne. Ihr seht mein Screen. Jawohl. Ich habe hier, das ist das Dashboard, was ich sehe in der Cloud, meinen Einstieg. Und es ist alles in Projekte gruppiert. Das heißt, ich habe jetzt hier einen Neubau unserer Zentrale, ich habe hier das HR-Service-Projekt und andere Themen. Und da drin kann ich dann mein ganzes alltägliches Aufgabenchaos im Team oder in der Abteilung ordnen und sehe jetzt hier genau das, was wir sehen wollen.
wer tut was und wo stehen wir damit? Also hier in der Mitte sind wir in Progress, wir arbeiten gerade an der Elektrik, ich bin hier dem Dach zugeordnet. Wenn ich sage, ich bin damit fertig, kann ich es auf erledigt schieben und ich habe auf den ersten Blick eine Übersicht meiner Aufgaben. Was machen wir? Haben wir 100 Sachen angefangen und keine abgeschlossen oder haben wir tatsächlich Sachen abgeschlossen? Was wartet noch? Ich kann das relativ intuitiv umsortieren und mit der Arbeit dann beginnen, indem ich es weiterschiebe. Zeig doch mal noch mal kurz die Detailansicht von so einem Vorgang. Ja, also was mir an Jira so gut gefällt, ist, dass ich ja nicht nur diese Tabelle habe, sondern in jede Zelle auch noch mal einzeln reingehen kann und da sehr, sehr viel mit interagieren kann. Dateien hochladen, mit Leuten diskutieren und so weiter. Ja. Genau, es ist tatsächlich die Stärke. Ich muss mein Wissen nicht mehr in 1000 Dokumenten, E-Mail-Nachrichten und echten Papier verteilen, sondern die ganze Information zu einem Thema ist hier drin. Für mich ist Jira auch so ein bisschen der Gegenentwurf zu dieser ganzen Echtzeitkultur, die durch Covid-19 jetzt eintritt. Lass uns mal einen Videocall machen, lass uns mal miteinander chatten in unserem Slack oder Group-Chat-System Microsoft Teams. Da freuen sich die Leute. Also wenn ich so zum Beispiel jetzt Versicherungsmitarbeiter im Bekanntenkreis, da sagen die, ja, das ist ganz toll, also mit dieser neuen Technologie, mit diesen Microsoft Teams, da können wir alle miteinander im Team chatten und da können wir noch Videocalls machen, funktioniert auch einfach alles. Die sind ja, puh. Aber also das Schöne an so einem Jira ist aus meiner Sicht, dass ich halt einen zentralen Ort habe, wo ich für jede Aufgabe zu jedem Zeitpunkt über einen Zeitraum von Monaten hinweg sehen kann, was sind da gerade Sache? In welchem Status ist der? Was passiert da gerade? Wer ist gerade dran? Was wurde vorher diskutiert? Das geht ja in so einem Chat nicht. Ja, also. Der Chat ist unübersichtlich, ja. Wir haben ja vorhin zum Beispiel darüber geredet, wie mächtig Confluence ist. Ich meine, das Gleiche gilt ja dann noch zum Beispiel für Jira. Wenn ich jetzt unser altes Jira-System mir anschaue, da haben ja schon sehr viele Administratorinnen und Administratoren rumgespielt. Aber was auch da faszinierend ist, also was sehr viele Kunden nicht wissen, unser gesamtes Bewerbermanagement läuft über Jira. Mhm. Unsere Eingangspostverwaltung läuft über Jira. Das heißt, wenn wir Rechnungen bekommen, läuft alles über Jira. Und das ist, glaube ich, noch ein Klischee, beziehungsweise ein Bild, dass sehr viele von Jira noch haben, dass es nur für technische Belange genutzt werden kann, also in Softwareprojekten. Dabei sind wir, und das ist etwas, was ich in Jira Cloud ziemlich cool finde. Auch wenn ich Jira schon länger kenne, Confluence ist mein Tool der Wahl. Die Administration in Jira on-premise schreckt mich immer davon ab, nachdem ich mir einige Male schon böse die Finger verbrannt habe, weil ich Sachen verkonfiguriert habe. In Jira Cloud finde ich es halt sehr schön, dass ich ganz einfach, ohne etwas kaputt zu machen, benutzerdefinierte Felder anlegen kann, die Workflows einfach anpassen kann, ohne davor Angst zu haben, globale Werte irgendwie zu überschreiben. Das finde ich an Jira ziemlich cool. Ja. Gut, genau, Johannes. Es ist halt schön zum Einsteigen. Ja. Genau. Ja. Ich würde dich jetzt mal hier abbürgen. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank auch für die Geduld mit den Einsteigern und auch den ständigen Wechseln dann mit den Jira-Profis. Vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Schönen Tag noch. Ciao, Jan. Ciao.